So, wir gehen mal wieder zurück. Und ich glaube, zuletzt hatten wir ja mit Savan geredet. Savan, dieser Kehlige. So, aber bevor wir jetzt hier aus diesem Gebäude, aus dieser Stadt verschwinden können, ihr wisst es, müssen wir leider erstmal kämpfen gegen Rochenmann und den anderen Günther. Jägerhai nennt sich das Vieh hier. Ja. Und ich sehe gerade, ich müsste mich eigentlich die Tage mal wieder heilen, ne? Das wäre mal nicht verkehrt. Huch! Aua! Ja, daneben. Blödmann. Max Ankr. Was? Schon seltsam, dass kein Savan-Sprüche dazu kam. Ja, wir haben es leider nicht geschafft. Wir machen das. Wir machen das. Also wir machen Ausrufezeichen Savan. Kommt demnächst in den Chat. Wir müssen uns das nur überlegen. Machen wir auf jeden Fall. Versprochen ist versprochen. Ach, shit. Geht nicht kaputt. Ja, Savan sagt, Sprüche zu verbreiten erfordert Mut. Oh, komm, weg mit dir, du fiese Krabbentier. Unfassbar. Dass manche Leute sich ja dreisten, ne? Kannst du gar nicht, das geht gar nicht. Vor allen Dingen mit dem Anfangsthema. Hose, Schreibtisch und Blumenpflanzen. Was? Ja, toll. Danke. Savan sagt, Blumenpflanzen erfordert Mut. Definitiv. Savan sagt, ohne Hose zu streamen erfordert Mut. Das hätte was. Es kommt die Zeit, da werde ich ohne Hose streamen. Oder auch nicht. Weiß es nicht. Keine Ahnung. Warum sollte ich? Naja, egal. So, krabbeln wir mal nach da oben. Ich glaube, ich trinke erstmal einen Schluck. Stimmt, Savan ist ja nicht mehr da. Was? Ihr wollt in meiner Hose Blumen pflanzen? Warum wollt ihr das tun? Verstehe ich nicht. Da ist gar kein Platz. Da ist immer noch Farbe dran in der Hose. Ich hab's nur noch nicht rausgemacht. Ich war zu faul. Unfassbar, oder? Mir kommt das so vor, als ob wir wenig Gegner auf dem Rückweg reingeworfen werden. Als ob weniger Gegner auf dem Rückweg reingeworfen werden. Nee. Ich renne nur nicht. Das ist das Problem. Wenn du bei dem Spiel nicht rennst, dann kommen auch weniger Random Encounter. Und dadurch, dass ich aber die ganze Zeit immer renne, weil ich, ne, ich möchte ja vorwärts kommen, kommen auch mehr Random Encounter. Das ist so die Prämisse von dem Spiel. Machst du langsam? Keine Gegner. Machst du schnell? Dutzende. Ach, daneben. Mist. Das ist interessant. Kongol steht mit einem Bein auf der Mauer. Sieht man das jetzt noch? Ja, man sieht es. Das ist ein Grafikfehler. Steckt ja im Namen Random Encounter. Eieiei, Tim. Ist heute der Tag der schlechten Witze. Ja, ich glaube. Mach weiter. Also, du darfst dich heute völlig auslassen. Du hast das Go von mir. Wo komme ich denn hier hin, wenn ich hier hingehe? Komme ich zum Ausgang? Nein! Ach, du bist doch Kacke! Mann, blöden Wege hier. Das renne ich doch mal. So, dann gehen wir mal da lang. Das sieht aus wie der Ausgang. Sehr schön. Raus hier. Hallo? Stehen geblieben. Oder was? Unfassbar. Oh, er nur wieder. Schnaller, du bist... Miranda, du nervst immer noch, Naller. Gleich gedisst. Sind die anderen in Sicherheit, Nala? Sag nichts. Savan ist tot. Schnaller und die anderen Wesen können ohne Savan nicht leben, Nala. Können wir nichts für euch tun? Kann euch noch nicht einmal die Macht der Dragoons retten? Antworte! Sei ruhig, Nala.
Gute Nacht, Nala. Ja, ist geil. Halt doch einfach die Fresse, Mann. Lass mich in Ruhe sterben, ey. So war sein Kontext gerade so. Stellst du dich wieder tot? Lass den Quatsch. Wir können uns bald wiedersehen, Nala. Schließe deine Augen. Und bald, Nala. Von uns gegangen. Kein Wort. Nicht ein Wort. Sie hat nichts dazu zu sagen gerade. Kein Kommentar. Sie hält echt mal ihre Klappe. Wow. Ich glaube, hier sind diese Wesen dann doch schon ein bisschen ans Herz gewachsen. Ansonsten hätte sie nicht gesagt, oh, können wir euch nicht irgendwie retten? Schade. Naja. Dann halt nicht retten. Dann ohne retten. Dann lassen wir das. So. Naja. Steht er jetzt eigentlich da wieder auf der Mauer? Nee. Noch sieht man es nicht. Ein anderer Kamerawinkel. Oh Mann, ey. Muss ich erstmal wieder hier reinkommen ins Spiel. Okay, der ist weg. So, für alle, die es im Übrigen wissen wollen, Mittwoch bleibt erstmal bei Shenmue. Ich werde das weiterspielen und es wird so bleiben, wie es aktuell ist. Also, so wie ich das Spiel verstanden habe, sorry, wenn das jetzt ein anderes Thema ist, aber das Spiel bleibt so, wie es ist. Es findet fast die ganze Zeit nur in diesem kleinen Stadtteil da statt. Und wir kommen höchstens noch zum Hafen und da können wir auch noch ein bisschen was machen. Aber ansonsten passiert in dem Spiel gar nicht viel. Und ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, man kann es eigentlich relativ schnell durchspielen. Relativ schnell. Wenn man weiß, was man machen muss. Wenn man es nicht weiß, dann kann das ewig dauern. Das ist nur mal so nebenbei. So, aber ich möchte wissen, wie dieses Spiel ausgeht, weil ich habe es jetzt einmal angefangen. Spirit sammeln. Oh. Okay. Und schlimmer als Parasite Eve kann es nicht sein. Oh, komm, stirb. Bam. Funkendynamo. Also wenn das Dynamo Funken schlägt, ist man, glaube ich, zu schnell mit dem Fahrrad unterwegs, oder? Ich habe das völlig vergessen, dass ich ihm eine neue Attacke gegeben habe. Ich habe gar nicht mehr dran gedacht. Naja, gut, macht nichts. Funkendynamo. So, jetzt muss ich nur den Ausgang finden. Ich glaube, der war hier unten. Oder? Das war, glaube ich, falsch. Noch, ey. Wie war das gerade eben? Ich glaube, auf dem Rückweg sind nicht so viele Random Encounter. Das ist gerade schon der zweite oder der dritte auf diesem Screen. Ich sag dazu nichts. Au. Hör mal auf da. Die bereiten dich nur auf die nächste Stadt vor. Ja, das kann sein. Ja, auf die nächste Stadt und alles, was da noch folgt. Alles. Einfach alles. Tschüss. 1554 Damage. Ja, ist echt gut. Der Mann ist echt gut. Der macht ordentlich Damage hier. Damasch. Ah. Ich muss jetzt hier erstmal bei den neuen Move bei ihm wieder gucken, wie die Reihenfolge ist. Das ist gar nicht so einfach, sich das immer zu merken. Ach, Kacke. Oh. Poch. Kaputt. Was ist hier los? So. Gut. Okay. Gut, dann teleportionieren wir uns mal hoffentlich in die richtige Richtung. Jawohl, das sieht gut aus. Das ist eine Woche her und ich finde direkt auf Anhieb den richtigen Ausgang. Naja, nicht ganz. Da war schon nochmal eine Unterbrechung mit drin. Ja, ich gebe es ja zu. Ach. Oder auch nicht. Jetzt habe ich wieder zu große Klappe gehabt. Scheiße. Ach, Manno. Mist. Ich muss da unten hin. Grrr.
Ach, bin ich hier für umsonst hergelatscht? Ach, wenn ich nur Kilometergeld kriegen würde. Sowohl im Real Life als auch hier in-game. Wäre schon, weiß ich nicht, Millionär. Ah. Ah, Leute. Diese Random Encounters. Ich bekomme Kilometerküsschen. Oh, das nehme ich. Das nehme ich. Physische Angriff. Ach, König. Wenn du mal ein König wärst, ey. Huch, er hat geblockt. Oh. Er hat geblockt. Das habe ich noch nie gesehen, dass ein Gegner aktiv geblockt hat. Interessant. Ach. Hä? Ach so, weil er ja seinen physischen Angriff-Dingens da gesteigert hat. Interessant. Okay. Gehst du jetzt kaputt? Der blockt! Der Drecksack! Hä? Was? Dann bekommst du aber bei einer langen Fahrt echt spröde Lippen. Mein Problem. Das ist ihr Problem. Sie wollte das Kilometerküsschen einführen. Gehst du jetzt? 507 Damage, okay. Und jetzt stellen wir uns ein Schafi vor, die auf dich zugerannt kommt mit einer Attacke. Funkenküsschen! Da muss sie aber auch Funken sprühen. Dann muss sie aber auch vor Funken sprühen. Das passiert vielleicht, wenn sie eine zu enge Hose anhat oder irgend sowas. Dann sprühen, glaube ich, Funken. Ich weiß es aber nicht. Ich muss noch mal ausprobieren. Oh Mann, den letzten wieder verkackt. Schaffi setzt Kilometerküsschen ein. Danny ist errötet und vergisst anzugreifen. Ja, okay. Ich bin doch kein Pokémon. Hä? Was? Müssten wir eigentlich auch mal machen, oder? Pokémon im Stream? Aber wenn, dann nur die alten. Aber das dauert doch auch ewig, oder? Pokéball werfen. Da müssen wir aber die alten spielen. Also blau, rot, gelb, sowas in der Richtung. Oh, ich weiß nicht, das zieht sich doch aber auch so ewig. Ich kenne doch vor allen Dingen auch nur die alten. Ich kenne doch nur blau, rot und gelb. Was? Danny setzt Fuchtler ein. Fuchtler verfehlt Schafi. Ja. Gelb. Gelb spielen? Ja, gelb hatte ich damals. Das war ja das Geile damals gewesen. Kurzer Exkurs in die Vergangenheit. Zu der Zeit, wo quasi bei uns in Deutschland Blau und Rot quasi auf dem Markt war, gab es ja in, ich glaube, Japan war das dann schon wohl, schon die gelbe Version. Ne? Man hat die dann halt eben später quasi auch für den deutschen Markt dann fertig gemacht und hat sie übersetzt und so weiter. Und irgendwann hatte mir ein damaliger Schulkamerad gesagt, hier, guck mal, ich habe die neue Pokémon-Version da, das neue Pokémon-Spiel. Ich gucke ihn an, du hast das neue Spiel da. Ja, die gelbe Version. Okay, ich sag, hä, wie die gelbe, was ist denn da dran anders? Kannte man zu dem Zeitpunkt bei uns halt noch nicht. Und er sagt halt eben, ja, du startest halt nicht mit den drei Start-Pokémon, sondern du startest halt mit Pikachu. Ich sag, wie, du startest mit Pikachu? Ja, so wie in der Serie halt, ne? Ich sag, okay, cool, ja, bring mal mit. Ja, und damals waren die Spiele ja, haben sie noch auf eine Diskette gepasst. So einen ROM, so einen Gameboy-ROM hat auf eine Diskette gepasst. Und hatte mir das mitgebracht und ich habe das recht weit gespielt. Problem war, das war eine frühe Version von der Übersetzung und irgendwann konnte ich nicht mehr weiterspielen, weil entweder das war auf Japanisch oder das waren irgendwelche komischen Zeichen, die du nicht entziffern konntest. Aber bis dahin hat es echt Spaß gemacht. Also, das gab ja irgendwie eine neue große Karte. Du hattest ja die Urstadt, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt. Ihr könnt mir da bestimmt aushelfen mit den Namen. Es ist schon so lange her einfach. Plus dann noch ein neues Gebiet irgendwie. Und noch, ich glaube, neue Pokémon, aber bin ich mir auch nicht mehr ganz sicher. Aber das hat Spaß gemacht. Also das war richtig cool damals. Und da war ich echt happy, dass es sowas quasi dann schon gab. Also dass ich das schon spielen konnte, obwohl es das noch gar nicht offiziell bei uns released gab. Das war cool. Da hat Dekals Zeit geht zu Ende, Karl. Ich kann nicht mehr rollen, Karl. Aber vorher müsst ihr sehen, Pino.
Vater, was tust du? Der Mondspiegel ist zerbrochen. Weil die Siegelkugel von Aeglis zerstört wurde. Er braucht ihn nicht mehr, Pino. Okay. Sieg ist in der Richterstadt Cinnabathos, Pino. Weil ich, Pino. Aber wie kommen wir dorthin? Wir haben die Teleportvorrichtung angeschlossen, Karl. Bitte rollt weiter. Für die Karl. Er ist tot. Ja. Er hat uns mit seiner letzten Kraft den Weg geöffnet. Dein Tod soll nicht umsonst gewesen sein, mein kleiner Freund. Kann ich dich noch irgendwie... Kann man dich nicht nehmen und irgendwie begraben oder so? Was? Schafi setzt nackte Bubis ein. Danny geht zu Boden und ist gelähmt. Ja. Du willst ihm nur die ganze Zeit als Pikachu nachlaufen. Was? Nee, wie? Mir? Was? Wo? Wer? Wie? Wann? Also, wie gesagt, also gelbe Version fand ich damals, fand ich cool. Fand ich fast schon noch cooler als, ich hatte die blaue Version, hab ich auch noch da, irgendwo, da hinten. Fand ich cool, hat Spaß gemacht. Aber wie gesagt, kann man das heute noch spielen? Ist das streamtauglich? Ich weiß es nicht. Streamt sowas jemand? Ach stimmt, bei RBTV haben sie es ja mal gespielt, ne? Achso, wegen Pokémon Gelb, da rennt ja ein Pikachu ja mal daher. Genau, stimmt. Hab ich ja gerade eben gesagt. So. Gab's da nicht mal irgendwie von den, ihr wisst das doch, ihr kennt euch doch aus mit Pokémon. Gab's nicht von der blauen und roten mal irgendwie so einen Remake, Feuerrot oder irgendwie sowas hieß das da nicht? War das nicht so? Ihr kennt euch doch aus, ihr wisst das doch. Ansonsten habt ihr Mittel und Wege, die sich ja auskennen. Sprich Google. Komm schon. Klatsch. Funkendynamo. Läuft. So. Es gibt Personen, die blau, rot, gelb streamen. Echt? Okay. Na gut. Mal gucken. Pokémon Gelb hat eine eigene Kategorie? Echt? Ach, na gut, ich meine, wie bescheuert bin ich eigentlich, das zu fragen, ob es das jemand gibt, der das streamt. Pokémon ist so groß, also... ich weiß nur, dass es in Japan gibt es einen Bus, der ist komplett im Pokémon-Design. Also nicht nur das, da gibt es auch, ich glaube, Kinderstationen in Krankenhäusern, die sehen aus mit Pokémon und Krams, also... Das ist da so groß bei denen, das ist echt heftig. Also die haben halt wirklich ihre Welt... mehr oder weniger auf dieses, wie nennt man das dann eigentlich, auf diese Zeichentrickgeschichte da ausgelegt, ne? Also, ich meine, die Japaner sind ja sowieso ein bisschen anders als wir, also, bei uns könntest du sowas niemals durchsetzen, ne? Aber bei denen schon, also, ich finde das, muss ich ehrlich sagen, ich finde da, die Japaner sind da, was das angeht, schon echt cool drauf. Gut, ich meine, die haben auch andere Vorlieben und so, ne? Machen wir uns nichts vor, aber das finde ich echt cool bei denen. Andere Lebensweisheiten, also einen anderen Lebensstil. Franchise, ja, dieses Franchise halt einfach, ne? Also, das wird halt eben viel, viel größer halt auch in die reale Welt halt mit eingebaut. Und das finde ich großartig, also. Gibt's bei uns ja nicht. Bei uns, was gibt's denn bei uns als große Franchise, die man so draußen sieht? Coca-Cola. Toll. Ich mag nicht mal Coca-Cola. Mit zu süß. Ja. So, also, meine Güte, dauert immer so ewig. Ja, also ich fand, bei Fallout 4 fand ich es großartig, wie die das gemacht haben. Die haben ja diese Nuka-Cola und sowas, die haben das richtig eingebunden. Also gibt einen Nuka-Park, also Nuka-World mit Parks und was weiß ich nicht alles. Da finde ich das richtig geil, also ne, das ist cool gemacht. Das wünsche ich mir auch für die echte Welt sozusagen.
so ein weltumgreifendes Franchise irgendwas. Weiß ich nicht. Man gibt's ja mit Pokémon. Sag mal, willst du mich verarschen? Jetzt vor der halbe Meter vor der Tür. Oh Gott, ey. Diese Gegner hier. Oh Gott. Ja, ich weiß, sind alles XP, aber diese Piepsel-XP, die ich da immer bekomme. Und ich müsste den Albert mal langsam heilen. Der riecht schon auf dem Zahnfleisch. Ah. So, komm hier, Futz. Spirit sammeln. Dein Funkendynamo braucht irgendwann Level 5. Ja, das stimmt. Deswegen ist es nicht verkehrt, das zu leveln. Das ist richtig. Das stimmt schon. Ups. Inferno. Tschüss. So. Ui. Heute ist wieder mal so ein Tag, wo ich wieder wenig Angriffe nur treffe. Hab ich so das Gefühl. Bomb, bomb, bomb. Klatsch. Daneben. Alter, muss heilen. Es dauert bei ihm immer so ein bisschen, bis er mal wieder voll geheilt hat. Er hat ja schon ein paar mehr HP. So. Weg mit dir. Immer noch nicht tot. Mann, 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 Mann. Daneben. Oh, und er hat auch geblockt. Na, ist ja gut. So. Das ist so blöd, weil dieses blaue Kästchen auf halb blauem Hintergrund ist. Also, da ist auch irgendwie blau dahinter. Und dann sieht man das halt eben immer so schlecht. Ich keine Ahnung, warum ich das jetzt in letzter Zeit immer so schlecht sehe. Sind meine Augen schlechter geworden? Kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Ach, ich finde das schrecklich. Saman sagt, schlechte Augen zu haben, erfordert Mut.